Das ist jetzt schon hart nach dem Training, ne? Komplett. Aber er hat es sich eingebrochen. Er hat groß rumgelabert. Ey, guck mal, so sehr bin ich nicht mehr abgeschissen. Will ich nur kurz sagen. Ich habe gerade 2 Stunden trainiert, Drei. Digga. Ich auch. So. Was laberst du für eine Scheiße, Digga? Alle glauben an dich. Hoch mit dem Körper. Alle glauben an dich. Sekunden und... Komm noch einmal. Ey, glaub mir, nach 2 Stunden Training, ich kann einfach nicht. Ich könnte jetzt nicht mal mehr spazieren gehen, so kaputt war ich mit Thema. Aber ich zieh's trotzdem durch und beim nächsten Mal werde ich eine Steigerung sehen. Der große Moment ist gekommen, eine Woche ist rum. Jetzt machen wir heute mal Updates, wir wiegen. Bin gespannt, ob wir Unterschiede sehen können bei den einzelnen Formen. Wollt ihr mal den Eckos machen? Ist der nicht wach? FBI, open up! Los! Wie spät ist? 10 Uhr, wir wiegen. Bis jetzt 16. Yes, ab aufs Klo, kacken und los. Ladies and Gentlemen. Sag's mir, ich sehe nichts, ich habe keine Brille an. 89,15. Wie viel hast du davor gewogen? 89,75. Wie viel hat der abgenommen? 600. Ey, aber macht euch halt keinen Stress. Ich bin halt auf Stoff, deswegen baue ich halt auch Muskeln auf. 99,2. Oh ja. Weniger an der Hüfte, 5 cm Umfang. Weniger am Bauch, 3 cm Umfang. Für die erste Woche finde ich geil. 79,75, 1 Kilo. Oha. So, wir haben 1 Kilo runter. 107. Zieh doch die Hose aus. Passt, 3 Kilo runter. 900 Gramm sind runter. Okay, ich habe mehr erwartet. 112,4. Ja. 114 und jetzt 112,4. Also man muss auf jeden Fall sagen, das sind stabile Werte für eine Woche, aber das sind keine Werte, auf denen man sich jetzt ausruhen kann. Habe ich hier Phantomerscheinungen oder ist es wirklich die Wahrheit? Wir kommen zusammen, um ganz im altehrwürdigen Stil der Kleinspiele uns zu überlegen, was zu verbrennen, mit Spaß ein paar Kilokalorien zu verlieren und das gleich noch am Beat. Babylon, there we sat down. Ich bin gerade Typ Lohnfertiger. Hab mir gerade den Kopf gehauen, der Penner. Hab ich echt. Verpiss dich. Seid ihr da? Ich bin vor 7 Minuten aufgewacht. Ich bin überhaupt nicht da. Das sieht echt krass schön aus gerade. So wie in der Prärie. Ah, was ist denn hier los? Hey, Marc! Marc, wo ist der Powerwalk? Ich hatte heute keinen geilen Start an den Tag. Aufgewacht, direkt zum Powerwalk, Mobility, Frühstück. Bin jetzt hier. Ich wirbel jetzt Kreuzchen gleich durch, damit ich richtig mache. Er ist stolz wie Bolle. Guck mal, er hat so einen kleinen Frühstück jetzt hier. Nur der Beinbizeps soll trainiert werden. Nur der Beinbizeps! Lehnt sich hier am Handy während der Trainingssession? Am Start mit heute von der Partie Peperson. Wie ist dein Eindruck von der Gym-Partie? Hallo! Bronson, wie ist dein Eindruck heute? Heute mit schlechter Laune. Hier ist es wichtig, dass man schön hoch und ganz tief. Tief und Eindruck vom Training? Hä? Eindruck vom Training? Ja, also ich weiß nicht, ob ich das Training nennen würde, aber ich finde, Ron und Nico sind contentvoll geworden. Nico, noch ein Placement? Guck nicht mal, das braucht er mehr. Ja, also mein iPhone kam die ganze Zeit nicht an, obwohl ich mir express bestellt habe. Hat der Fahrer anscheinend das Haus nicht gefunden, deswegen bin ich jetzt mal sicher gegangen, dass es heute auf jeden Fall findet. Sitzen bleiben, mein Freund. 100 Schritte noch, oder? Oh, der Bizeps kommt raus. Keine Ahnung. Wir haben Drop-Sätze gemacht. Machen wir weiter. Ich fange an zu zählen. Mach mal weiter. Mach mal weiter. Nein, wir müssen ein bisschen Gewicht drauflegen. Ja, ich glaube, wir haben Drop-Sätze gemacht. Machen wir, aber mit 4x20er Scheiben. Ich unterschätze es wirklich. Mach's doch einfach mal. Frag doch Tillmann. Wir wollen einfach mal Gewicht schieben. Wir müssen leider ein bisschen schieben. Wir sind halt keine Mädchen, die Drop-Sätze brauchen. Mach mal einen Drop-Satz hier, komm. Nein, wir brauchen 20. Nur mal nicht mal die richtige Lochgröße findet der Idiot. Ey, ich bin gerade echt genervt von den beiden, ehrlich. Wieder nicht die richtige Lochgröße. Ja, kein Wunder bei deinem Abschluss, Digga. Ja, okay, ich kann mein Maul halten, ich hab nicht mal Abi, Digga. Wenn einer sich mit Lederjacken auskennt, wäre ich. Ich hab 45 Stück zu Hause. Die ist wirklich King. Neues Inlay, neue Bündchen, kein Artwork mehr auf dem Rücken. Alles schön optimiert und schön gemacht. Das ist natürlich nur für dich, weil wir wissen, du bist oft am Feiern, oft am Weiber beeindrucken, ne? Und hier mit dem Metallwerkstück, ne? Kommen die ja easy als Überzugshemd. Ich fand, die sieht halt so aus wie ein Mafia-Boss, Alter. Du siehst so aus, als ob sie jetzt Luigi. Warte kurz, der kommt von tief. Tief. Yeah. Oh, wie lange, Alter. Du Ekel. Dexter, hab immer dein Freund. Was der kann. Bock auf den Rapperino? Ich glaube, wir haben nur noch einen, wir müssen uns den teilen. Wir haben nur noch einen? Ja. Lass mich mal ganz kurz gucken, ob wir vielleicht nicht doch noch einen haben. Wie viel wollten die ursprünglich schicken? 80. Ich glaube, die haben uns aus Versehen 800 geschickt. Weil wenn ich hier kurz mal auf die Waage gucke, dann haben wir hier 35 Kilo Raps. Aber wir müssen leider Low Carb machen. Nein, Spaß beiseite, jetzt ändert das natürlich noch.
viele weitere geile Sachen hier zugesendet. Wie zum Beispiel Mark Eggers. Danke nochmal, ESN. Ey, wenn irgendjemand von ESN zuguckt, Light Ketchup wäre nochmal super. Also hier haben wir unsere Athletenecke. Hier wird sich bedient an allen möglichen Stoffen, die der Körper so braucht, vor allem Protein. Ich werde nicht mehr dafür bezahlt, dass ich das hier gerade mache, ne? Nee, nee. Ey, dann scheiß drauf, Digga. Wie gesagt, danke nochmal für Mark Eggers und für 80 Kilo Raps in diesem Sinne. Wir sehen uns. Sag noch eine Sache. Isokir schmeckt schon wirklich sehr gut. Klasse. Und danke nochmal. My Real Talk, cool, dass wir die Produkte haben. Jetzt möchte ich hier was sagen. Ich habe wirklich 20 Dosen in den Kühlschrank gepackt. Vor 2 Stunden. Es ist nicht eine fucking... Ich bin gut drauf, wir machen ruhiges Cardio jetzt mit Kühl. Wie geht's? Ich hab so heftigen Wünsche, das fühlst du einfach raus, Digga. Es kann sein, dass du denkst, du musst gucken, ob du putzen musst, schon ist draußen. Ich sehe gerade, hier gegenüber von mir wird extrem viel Business gemacht und Geld verdient. Ich kann es in der Luft spüren, wie viel Geld gerade verdient wird. Heilige Scheiße, wird hier gerade viel Geld verdient. Seht ihr, wie lange das schon geht? Ich sag's euch ganz ehrlich, bei mir spannt die Lippe, bei mir kratzt der Hals, Digga. Ich habe das Gefühl, ich werde krank. Ich werde mich jetzt sowas von recoveren, Alter. Ey, wenn ich jetzt krank werde, wirklich, dann bin ich einfach der größte Wichser. In einer Woche, also Sonntag in der Woche, also jetzt genau in einer Woche, also jetzt eben am Sonntag in der Woche, also jetzt in einer Woche, also am Sonntag in einer Woche, jetzt diesen Sonntag sozusagen, dieses Datum unter dem Video in einer Woche, ist dann der nächste Ola Kala Drop, Ola Kala CC 2 kommt da raus. Es gibt auch den schwarzen Weekender wieder zu kaufen, alles drum und dran. Es lohnt sich wirklich überhaupt nicht, bei Ola Kala vorbeizuschauen. Immer wieder beschissene Angebote. Und bitte hier den Daumen einfach jetzt mal im linken oberen Ohrschloch stecken lassen. Ganz tief! Heilige Scheiße, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen es jetzt durch sein, oder?